Jetzt, wo alle in der Corona-Quarantäne sitzen, ist ein guter Internetanschluss wichtig. Bis Anfang April hat Vodafone Kabel ein interessantes Angebot. Das möchte ich euch in diesem Video vorstellen und was ihr dabei zu beachten habt. Es geht um das Angebot Vodafone Cable Max, ist ein Gigabit-Anschluss für Kabelkunden. Ich habe euch sowohl hier in der Infokarte als auch unten in der Videobeschreibung die Seite verlinkt, wo ihr gleich hier diesen Verfügbarkeitscheck machen könnt. Ist das Angebot bei euch verfügbar, könnt ihr für dauerhaft 39,99 € im Monat das Angebot abschließen. Um das Ganze mal ins Verhältnis zu setzen, bei der Telekom zahlt man 39,95 € für einen 50-Mbit-Anschluss dauerhaft. Von daher finde ich das ein sehr attraktives Angebot. Während jetzt im Hintergrund die Speedtests ablaufen, die euch zeigen sollen, dass das bei mir auch voll ankommt, möchte ich mal ein paar andere Sachen, die es da zu beachten gibt, noch erwähnen. Wer eine Zusatzoption gebucht hat zu einem Vertrag, zum Beispiel wie ich, eine öffentliche IPv4, der kann direkt im Kundencenter diesen Vertrag über Tarif wechseln buchen und bekommt dann auch angezeigt, dass die öffentliche IPv4 auch für den neuen Vertrag gilt. Das fand ich sehr komfortabel, das hat mir den Anruf bei der Hotline gespart. Die nächste interessante Sache ist, ihr braucht ein Modem, das in der Lage ist, mit DOCSIS 3.1 umzugehen. Habt ihr eine selbst gekaufte Fritzbox, die nur DOCSIS 3.0 kann, müsstet ihr jetzt also selbst eine neue kaufen oder die Miete entsprechend verändern, falls ihr ein gemietetes Gerät habt. In jedem Fall erhaltet ihr von Vodafone den eigenen Router, der DOCSIS 3.1 kann. Aus mehreren Gründen würde ich davon aber abraten. Schaut mal in die Infokarte, da hatte ich mal ein Video drüber gemacht. Weiterhin erwähnenswert ist meiner Meinung nach der Upload, der ist nämlich nur 50 Mbit pro Sekunde. Mag zwar für die meisten reichen, ich finde es aber im Verhältnis zu 1000 zu 50 ja, ein bisschen schlecht. Hätte ruhig mehr sein können. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie viele das Angebot jetzt noch geschafft haben, vor dem 5.4. anzunehmen. Sind ja jetzt nur noch 2 Wochen bis dahin. Vielleicht verlängert ja Vodafone die Aktion auch noch, jetzt gerade zur Corona-Zeit will man ja einen schnellen Internetanschluss haben. Wenn euch das Video gefallen hat, habt ihr die Möglichkeit, jetzt hier ein Abo abzuschließen und ich blende euch auch noch ein paar andere Videos ein.